Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum FTWRP. Also ich habe heute, beziehungsweise zwischen gestern und heute, weil wir haben schon 12:30 Uhr, einen unglaublichen Fortschritt gemacht. Muss ich jetzt weiter mit der Stimme reden? Ich glaube nicht. Ich habe ja schon etwas festgestellt. Wir werden, damit wir für eine bessere Stromproduktion bekommen, weitere Dragonic Energy Siphons herstellen wollen. Dafür müssen wir natürlich vor allem erstmal Dracheneier herstellen können. Was ziemlich schwierig ist, da man dafür zwei Bienen braucht, zwei bestimmte. Das heißt, ich habe erstmal hier weiter Solarzellen verbessert, zwei Stück, um genau zu sein. Wir haben jetzt also drei Hybrid Solar Panel, zwei Advanced und der Rest ist. Oh, der ganze Rest ist noch normale. Hätte ich nicht gedacht. Naja, jedenfalls haben wir jetzt drei Hybrid. Also wir haben unseren Strom, unsere Stromproduktion durch Solarenergie um, ich glaube, 104 EU pro Tick erhöht. So. Und dann habe ich direkt zwei Zuchterfolge zu verzeichnen, und zwar beide jetzt. Und zwar sind beide Bienen fertig. Einmal die Draconic Bees, die haben gerade ihr allererstes Leben. Also ich habe die gerade erzüchtet und da reingetan gehabt. Und seitdem arbeitet die hier, die hat schon mal ein sehr langes Leben. Weil die arbeitet schon verdammt lange. Oh, Lifespan Longest, ja. Die hat die längstmögliche Lebensspanne. Und hatte schon irgendwie im ersten halben Stack Draconic Dust. Und das, obwohl die einfach nur drei Impregnated Frames hat, was ziemlich krass ist. Ah nee, ich habe vorher noch die Bienen den Fast Production Speed gegeben. Und hier die Spirit Bees, die andere Bienenart. Bei denen habe ich allerdings noch nicht an der Genetik rumgepfuscht. Denen hier habe ich den unerwünschten Effekt, den die hatten, weggenommen, nämlich dass sie Schaden machen. Denen habe ich die Eigenschaft, dass sie Dracheneier als Blumen nehmen, weggenommen und den normale Blumen als Eigenschaft gegeben. Weil ich musste immer das Drachenei vom Dragonic Energy Siphon nehmen und hier hinstellen, weil die sonst nicht gearbeitet haben. Also, die Draconic haben sich mit allen möglichen Bienen aus dem Ende erzüchtet, kann ich ja demnächst noch zeigen. Und die brauchten halt allen Drachenei. War ziemlich nervig. Weil ich musste halt nebenbei auch noch den Strom da hinten im Auge behalten. Aber jetzt brauchen sie jedenfalls kein Drachenei mehr. Zudem haben sie keinen unerwünschten Effekt mehr und haben auch noch Fast Production Speed, also arbeiten ziemlich effizient. Ja, schon halber Stack Draconic Dust. Was genau man damit dann macht, zeige ich gleich. Und hier haben wir die Spirit Bees, die habe ich eben erst reingetan. Die haben kein so langes Leben, weil die sind erst, Moment, vor 3 Minuten habe ich die Aufnahme angefangen. Dann sind sie vielleicht so 5 Minuten am Arbeiten. Brauchen leider warme Temperatur, das heißt, sie ist derzeit im Tesseract angeschlossen, was die Heater hier in Gang hält. Den werde ich dann demnächst was spritzen, dass denen eine Temperaturtoleranz gibt, dass die hier keine Hilfe mehr brauchen, sondern mit der normalen Temperatur klarkommen. Und den werde ich auch noch Fast Production Speed geben, was die derzeit noch nicht haben. Also allein schon deshalb sind die gerade nicht so effizient. Jedenfalls brauchen wir für Dracheneier halt zwei Komponenten. Und das war mein Handy. Ich mache mal kurz die Vibration aus. Das war Ton statt Stumm. So. Besser. Die Dracheneier kann man zusammenkraften. Ich weiß gar nicht mehr wie. So. Dann erhält man sogenannte Draconic Chunks. Ich weiß gar nicht, wie viele man von denen braucht. 9. Grobe Vermutung ist 9. Ja, ich denke mal, von denen braucht man 9. Dann bekommt. Nee, man braucht 8 Stück. Nee, alles falsch. Man braucht 8 Stück. Und dazu dann noch in der Mitte was anderes, nämlich eine Essence of False Life. Die braucht Sulfur Wax, eine Rose und 4 Glas.
Und hier kommen halt die anderen, die Spirit Bees zum Einsatz. Deswegen brauchen wir Draconic Bees und Spirit Bees. Zudem gibt es ja auch noch diese Oblivion Frames, die haben mir jetzt beim Züchten sehr, sehr, sehr geholfen. Sonst hätte ich das Züchten definitiv nicht heute geschafft. Wie gesagt, ich habe den Fortschritt heute gemacht. Heute habe ich außerdem auch noch die letzte Folge aufgenommen, also die davor. Also es ist wirklich alles innerhalb von, na, 10 Zeitstunden passiert. Nee, das ist zu viel. 5 bis 8 Stunden. Und ich saß die nicht die ganze Zeit hier dran. Ich habe, glaube ich, wirklich irgendwie heute 3 oder 4 Stunden meiner Lebenszeit hier reingesteckt. Also es war auf jeden Fall Arbeit. Züchten ist immer ein bisschen Arbeit. Ein bisschen. Das heißt hier ein bisschen. Züchten ist halt zeitintensiv, insofern zeitintensiv, dass man meistens im Grunde daneben stehen kann. Weil man halt, ja, die Bienen sind immer so nach 10 Minuten fertig und in der Zeit kriegt man nicht wirklich irgendwas anderes geschafft. Das heißt, ich stehe im Grunde meistens die ganze Zeit AFK daneben. Was jetzt auch nicht so toll ist. Aber egal. Wir haben jetzt jedenfalls die Spirit Bees für Solrux und die Draconic Bees für Draconic Dust. Und damit können wir uns dann hier Stück für Stück theoretisch dann Dracheneier craften. Bin auch überhaupt nicht teuer, weil unsere Bienen sind ziemlich effizient. Ich hole mal kurz ein paar Rosen auf Vorrat. Weil ich glaube, die ich hatte, sind schon alle zu Farbe verarbeitet worden. Dann wäre jetzt Glas noch ganz schön. Ach, das mache ich in der Basis. Okay, uns fehlen noch 6 Draconic Dust. Die möchte ich jetzt irgendwie noch haben. Dann Momentchen, wir sehen uns gleich wieder. Ah ne, Draconic Dust ist noch nicht fertig, aber mir fällt ein, ich wollte eigentlich vorhin was zu den Oblivion Frames sagen. Die waren mir extrem behilflich, denn ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, die kann man sehr, sehr, sehr selten, nee, nicht sehr, sehr, sehr selten, aber selten finden. Zum Beispiel bei Spawnern in Kisten oder für sehr, sehr teures Material selbst herstellen. Also am ehesten eigentlich finden. Und die Eigenschaft davon ist, wenn einer in einem Aviary oder Apiary drin ist und kein anderer Frame, dann stirbt die Biene nach dem nächsten Bienentick. Also wenn von Anfang an quasi ein Oblivion Frame drin ist, dann ist nach 27,5 Sekunden dann hier Prinzessin und die Drohnen drin. Dann sind die quasi tot. Innerhalb von einem Bienentick durch den Oblivion Frame. Das Problem ist, der hat nicht viel Haltbarkeit und verliert die auch sehr schnell. Und ja, ich habe im Laufe der Zeit 5 Stück angesammelt. Oder 6, einer war schon fast kaputt. Und das ist jetzt der vorletzte. Und der ist schon fast kaputt. Also, ich habe die wirklich jetzt sehr, sehr viel verwendet. Wir hatten irgendwie 5 in der Kiste und einen angebrochen. Dieser angebrochen ist jetzt komplett weg. Und ich habe mir 4 aus der Kiste rausgenommen und 3 auch schon zerstört. Und das ist halt der vierte. Also ich habe quasi 4 Oblivion Frames geschrottet. Und zum Crafting-Rezept kommen wir gleich. So. Ah, nee. Essence of Forest Life. Und Moment, das ist eins zu viel. Ich will nicht mehr als nötig derzeit drin haben. Das Rezept geht ja auch so.
So, und dann schauen wir mal. Kriegen wir ein Drachenei? Wir haben ein Drachenei. Ja, wir haben ein Drachenei hergestellt. Dann können wir jetzt theoretisch ein zweites Dragon Egg Energy Siphon machen und da auch hinstellen. Dann haben wir zwei. Habe ich das Rezept drin? Ja. Haben wir noch Iridiumplatten? Ja. Ich versuche es einfach mal. Das könnte eine Weile dauern. Oh, wahrscheinlich werden wir kein Rubber mehr haben. Ja. Es hapert am Rubber. Wir haben derzeit echt nicht genug Rubber. Immer zu wenig. So. Zu den Oblivion Frames. Die brauchen einen Proven. Oh, die brauchen einen Proven Frame, verdammt. Proven Frames bekommt man nur von bestimmten Villagern. Nämlich so Bienen, Dorfbewohnern in Dörfern. Also beim Tauschen. Und eine Essence of Unending Disregard. Das sind zweimal Essence of Lost Time. Also Sulfurux und Ur und Glas. Zwei Essence of a Shadow Grave. Also Zombiefleisch. Und vier Wither Skeleton Skulls und ein Drachenei. Also, so eine SMC ist unglaublich teuer. Und dann macht man dann den Oblivion Frame. Zum schnellen Züchten ist dieser Oblivion Frame so praktisch. Es nervt wirklich, wenn man zwei Bienen zusammentut, sich auf das Ergebnis freut, sich quasi fragt, ob es wohl klappen wird oder ob man sich gleich noch länger mit den Bienen beschäftigen muss. Und dann einfach man erstmal ewig lange warten muss, bis diese Bienen überhaupt erstmal sterben. So ein Frame hilft da wirklich ungemein. Das ist einfach eine Erleichterung, so eine blöden Frame benutzen zu können. Mir fällt gerade ein, wir können mal wieder Stahl gebrauchen. Wisst ihr was? Ich mache das Ganze neu. Wir haben ja hier den Metal Fabricator. Und wir haben immer Stromprobleme. Sobald wir den hier anschmeißen, fließt da zu viel Strom rein. Bei den Maschinen kommt nicht mehr genug Strom an. Und außerdem ist dann halt bald der ESU leer. Und nichts geht mehr. Ich glaube, das zweite Dragon Egg Energy Siphon stelle ich. Oh, wir brauchen noch eine Iridiumplatte. Das zweite Dragon Egg Energy Siphon stelle ich komplett dem Metal Fabricator zur Verfügung. Weil wir brauchen halt dringend auf die Dauer mehr Yuyu Metal. Und so wie es derzeit ist, schmeiße ich den. Ups, was mache ich da? Werfe ich. Na, ich kann gerade echt nicht reden. So wie es derzeit ist, werfe ich den Metal Fabricator nie an, weil ich das Ganze dann immer überwachen muss und sobald dann der Stromverbrauch zu hoch wurde, sofort wieder stoppen muss. Und ja, ich kümmere mich da gar nicht richtig drum. Deswegen ist unsere Juju-Anzahl auch kaum gestiegen in letzter Zeit. Sie muss aber mal steigen. Wir werden noch zum Beispiel massenweise Titanium brauchen, was wir im Grunde nur mit Juju Metal bekommen. Also gebe ich wirklich das ganze Dragon Egg Energy Siphon unserem Metal Fabricator.
Wo ist denn da das Problem? Welches Rezept benutzen das Upgrade? Das ist falsch. Moment, fehlen uns noch mehr Iridiumplatten? Das wäre jetzt scheiße. Ja, uns fehlen weiterhin zwei Stück. Ein Iridium haben wir. Brauchen wir also noch sieben. Uns fehlt eine Jojo-Mette. Und wir haben erst 4%. Ja, geil. Ja, gut. Damit können wir auch nichts anfangen. Dann wird es doch noch nichts mit dem Dragneck Energy Siphon. Es hapert an einem einzelnen Iridium. Beziehungsweise an einer einzigen Jojo-Mette. Tja. Dann mache ich das Ganze eben offscreen. Also, nächste Folge wird dann wohl hier so ein Dragneck Energy Siphon stehen. Und diesen Metal Fabricator hier am Laufen halten mit 1024 EU pro Tick. Dann werde ich offscreen wahrscheinlich hier dran mit der Zeit weiterarbeiten. Also, ach, wie sieht eigentlich das mit Chrom aus? Der Server lief lange. Oh, 600 Rubinstaub. Mit 630 können wir uns. Moment, mit 63 Rubinstaub können wir uns 7 machen. 7 Chrom. Mit 630 Rubinstaub können wir uns also 70 Chrom machen. Also da ist definitiv schon wieder mehr als ein Stack Chrom drin hier. Oh, das Terminal ist leer. Der Grund, weshalb ich mal 3 rausnehme, ist, dass 3 durch 9 teilbar ist und so ziemlich alles andere nicht. So. Ja, und das läuft dann hier eine Weile und produziert uns viel Chrom. Gut, ich weiß nicht, was ich jetzt noch großartig machen soll. Ich wollte halt unbedingt direkt diesen großen Bienenfortschritt zeigen und die ersten Sachen, die ich damit so mache, auch zeigen. Habe ich ja jetzt getan. Ich habe auch noch andere Nutzen von diesem Soulful Wax und so gezeigt, zum Beispiel Oblivion Frames. Dafür werden wir es auf jeden Fall noch verwenden. Oh, ich habe sogar noch Rubin. Staub. Habe ich den her? Rein da. Ja, und dann. Dann würde ich sagen, stelle ich dann aufs Screen noch das Dragneck Energy Siphon her. Und arbeite vielleicht noch an so ein paar Maschinen. Oh, und da muss ich noch was dran ändern. Da sind jetzt auch MV-Solarzellen. So.
Gut. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal steht dann hinweg. Energy sie von wir werden wahrscheinlich deutlich mehr Yuri Metal haben. Vielleicht werden wir sogar ein paar Dracheneier haben. Und ich denke mal, dann werde ich auch. Ich weiß gar nicht genau. Vielleicht irgendwie mehr Iridium besorgt haben. Mal sehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.